Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Guck mal, eingewickelt sogar. Wir machen das einmal mal hier auf. Guck mal, wie süß und niedlich das ist. 350 cl Wolfburn Single Malt Scotch Whiskey, First Footing, Good Fortune and Health to the Home. Non-chilled filtered, natural color. Und da steht ganz klein hier unten: Happy Hogmanay, was für uns Silvester ist. So, die kleine Flasche hier kostet 50 oder 52 Euro sogar. Whiskey Base Nummer 222403, 52,90 €. First Fill Oro Rosso Sherry, Second Fill Bourbon mit 46%. Das heißt über 100 € pro Liter hier. Naja, gut, habe ich einfach gekauft, war bei Kirsch für ganz kurze Zeit ein Angebot oder angeboten worden und ich dachte, warum nicht? So, die haben Vaterstag, die haben dann dazu Weihnachten, die haben so immer wieder zu Feste dann dort bei Wolfburn, da tatsächlich verschiedene Abfüllungen. Ein Kumpel von mir, er war jetzt hier neulich in Schottland und hat auf seine 2-wöchige Schottlandreise mit seiner Frau 15 verschiedene Brennereien besichtigt, habe ich ihm angesteckt. Nee. Und seine Lieblingsbrennerei war und ist immer noch, obwohl er da war, Wolfburn. Und hat die besichtigt. Er war bei Highland Park, er war bei McAllen, er war bei Strathyle, er war dann bei, ach, wie die alle so heißen, wo man überall hinkommen kann, ja. Und er war erstaunt, wie winzig, das war seine Worte, wie winzig die Brennerei ist. Hier aus dem Büchlein hier nochmal die Eckdaten. Die haben tatsächlich eine Produktionskapazität von 135.000 Liter. Also Deutschland, also das ist, St. Kilian produziert mehr. Nur zu einfach mal Information, okay? So, die haben hier eine Fermentierungszeit von 70 bis 90 Stunden. Die haben dort 4 Edelstahl Washbacks. So, Gärbötticke an jeweils 5.500 Liter. Die haben ein Washstill 5.500 Liter, ein Spiritstill 3.600. Das heißt, wenn sie es einmal durchläuft, dann durch den Washstill, dann können sie es einmal durch den Spiritstill durchlaufen, dann haben sie genug Distillat, um knapp 2 Fässern abzufüllen. Zweimal destillieren für 2 Fässer. Ja, Und dann haben sie es trotzdem geschafft, und das ist das, was ich absolut wahnsinnig witzig finde, haben sie es geschafft, eine 10 Jahre alte Produkt nach knapp 10 Jahren auf den Markt zu bringen, der allerdings nicht so teuer war. Der war, und jetzt ist das Problem, was wir hier haben, nicht lecker, zumindest aus meiner Sicht war der nicht lecker. Ach, was hat der gekostet, Wolfburn hier? Der hat hier gekostet, war das echt so wenig? 58 Euro. Ja, hier war 52 Euro von 0,2, 0,35, hier ist 0,7. So, ich krieg 2 Flaschen für eine hier von Größe hier. 10 Jahre Alter sind gegangen. Ich muss sagen, das ist schon radikal cool, was sie da gemacht haben. Und ich habe gewusst, ganz bewusst das hier nochmal genommen, das wurde auch gereift in Oloroso Sherry-Fässern. Zu sehen, ob wirklich mein erster Eindruck so daneben war oder ob der Whisky tatsächlich ein Problem hat. Gut, 46%, 46%. Sherry, Bourbon, Bourbon, Sherry. Nase. Leichte Rauchmomente, leichte Säure, ach Mensch, Milchsäure. Okay, das war ich nicht, das bin ich immer noch. Schöne rote Farbe, passt wunderbar in China, ja. Also hier habe ich da keine Milchsäure. Vanille, leichte Johannisbeeren,
Malz. Bisschen Brotkruste. Habe ich lange nicht gesagt, glaube ich. Brotkruste. Graubrot. Ja, wick.de hat die Flasche auch und die haben folgende Tasting Notes hierfür. Getrocknete Früchte werden überlagert von süßem Toffee, Vanille, Cappuccino, und dunkle Schokolade. Ich mache Kaffee, Cappuccino, Mokka, alles nicht. Gut, probieren geht über Studieren. Cheers. Oh, Sláinte. Der Rauchmoment schwingt mit. Das ist keine übermäßig, keine Aschenbecher, das ist eine Räucherkammer. Bisschen mehr Rauch, als ich erwartet habe, um ganz ehrlich zu sein, aber auch gut. Ich werde mir ein drittes Glas noch holen, weil ich noch eine dritte Flasche hier habe von Wolfburn, den ich ins Mix mischen möchte. Und das ist hier den Wolfburn 458. Und was ich machen werde, weil die Flasche so winzig klein und niedlich hier ist, werde ich einfach diese Sache hier drüben hin tun und das da rein. Was habe ich hier? Ich habe Lightly Peated Pedro Ximénez Sherry Buds 458. So, und dann kann ich hier schauen, ob das für mich immer noch so einen ähnlichen Geschmack-Moment gibt oder ob es ganz was anderes ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sie noch nie vorher miteinander verglichen, so ich weiß gar nichts hier. Gut, schaue ich mal, dass ich alles hier auf dem Bildschirm hier kriege. Yay, jetzt haben wir das. Gut, sieht gar nicht so schlecht aus. Hätte ich vorher machen müssen. Okay. So, drei Wolfburns, ein Vertical Flight, was auch immer man da sagen möchte dazu. Ehrlich gesagt, ich will das lieber trinken als das. Das ist mein Problem auch. Ich versuche da irgendwie um dieses herumzuschiffen, dass ich das nicht im Mund noch nehmen muss. Hier kommt dieses rosinige Pedro Ximénez Moment viel mehr durch. Wenn die sagen lightly peated, der ist echt lightly peated. Verglichen hiermit, da hat viel mehr Torfmomente. Weggeschirr, hier, als ob du 10 Fässer hättest von nicht getorftem Whisky mit ein Fass getorftem Whisky. Das ist diese Mischung, die ich hier habe. Jo. Nochmal hier, mein First Footing. Genau. Kurz nach 12 die erste Schütte tun. Ja, kann ich sagen, wesentlich mehr, aber deutlich mehr als hier. Das ist immer noch verglichen mit einem Artback. Nix. Da werden meine rauchblinde Freunde fragen, gibt es da überhaupt Rauch? Ja. Also der hat einen netten Schokomoment. Also hier Geschmack laut wick.de. Goldener Sirup trifft auf butteriges Toffee. Sultanen, würziges Früchtebrot und süßer Honig. Sanfte Eichennoten spielen mit Karamell, Aprikose und Orange. Dass niemand erwähnt, dass da ein bisschen Rauch ist, finde ich merkwürdig, aber okay. Wenn ich wählen müsste, würde ich 1, 2, 3 gehen. Also der 4, 5, 8 finde ich echt lecker. Welche Whisky gibt es da draußen mit Pedro Ximénez, der nicht lecker ist? Erste Frage des Tages. Welche Whisky da draußen mit Pedro Ximénez Finish oder Reifung ist nicht lecker? Dann alles wird weggebügelt. Die zweite Frage des Tages. Welche Wolfburn-Produkt findet ihr gut? Also, der Zehner finde ich, glaube ich, nicht gut. Ich probiere nochmal. Ich schwanke zwischen 3 und 3 Plus. Preis-Leistung 4.
Ich könnte fast ein 4 minus sagen. Aber ich sag noch 4. Boah, das ist so. Warte, ich muss mich fragen, wo war der Fehler? Wenn Julia nur nahe hier wäre, sorry Julia, ich würde sagen, die Fermentierung erst einmal. Es ist auch die Distillierung. Es sind da schlechte Fässern darunter gewesen. Ich weiß es nicht. Die haben sich kein... Ich glaube, bei mir hat Wolfbert keinen Gefallen gemacht, diesen Whisky so abzufüllen. Für seine 46 wirkt er immer noch ein bisschen scharf. Da ist ein leichte Sherry-Moment hinten raus. Am meisten habe ich eine Säure, eine... Diesen Moment, kurz bevor Joghurt kippt, Moment. 1, 2, 3. Wolfburn und ich, wir sind da keine coole Freunde, allerdings... Wiederum finde ich, was sie tun, interessant. Ich habe immer geschimpft, Mensch, wann kommt endlich ein Produkt mit Altersangabe? 10. Bravo. Kam, gefällt mir nicht. Die bringen auch so fast gefühlt jeder Feiertag irgendwas raus. Und dann haben sie hier ihre Small Batches 458. Dann gibt es hier, gerade auf den Markt rausgekommen, werde ich nicht verkosten, hiermit, sondern woanders. Keine Ahnung, wie der heißt, 2 irgendwas. Die können manchmal sehr interessant sein. Welche ist dein Lieblingsprodukt vom Wolfburn? Unten schreiben. Und welche PX Full Reifung Finish, wie auch immer, habt ihr probiert, was nicht gut war? Egal von wem. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Falls du selbst ein Bild machen willst für einen Wolfburn, ich habe, glaube ich, noch 50, 40 CL. Ich hätte 2 Flaschen geteilt. Nicht alles, schon weg. Müsste auch schon weg. Aber auf meine PDF unten ist da eine Liste mit viele Samples. Alles Gute, man sieht sich jeden Tag hier 17.30 Uhr, es sei denn, es ist ein Wochenende, wo ich irgendeinen Livestream habe. Die fangen immer um 21 Uhr und am Sonntag ist immer ein Gast dabei. Und es macht sehr viel Spaß, einfach mit denen das gemeinsam hier über Whisky, über unser Hobby und unsere Leidenschaft da miteinander zu reden. Bis dann, ciao.